Moin, moin, meine Lieben. Willkommen zurück und so. Ja, Alice streckt sich schon, der ist ein bisschen langweilig. Ihr erinnert euch, wir sind hier eingesperrt worden, was ich persönlich nicht so nett finde. Und jetzt müssen wir nochmal das dritte Mal den Oktopus suchen, weil er dann bei der Show des Zimmermanns mitmacht. Und wir werden gerade wieder angegriffen, was ich schon vermutet habe. So, komm mal her hier. Freundchen? Freundchen? So, wirf doch mal eine Bombe, bitte. Nein, du sollst eine Bombe werfen. Komm, mach doch mal. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein. Wieso? So, toll. Tja, das ist jetzt von mäßig viel Erfolg gekrönt. Nein! Na, du Schweinehund. So, das war es nämlich, genau. So, und Bams und Bums und Tralala, Bums, Falara. Nein! Wirst du mich wohl jetzt endlich hier mal? Alter Seemann. So. Hab ich dich. Hehehe. Hehehehe. Und was sind hier das wieder für komische Seifenblasendinger? Hallo? Warum seid ihr da? Gibt es eine triftige Existenzberechtigung für euch? Scheinbar nicht. Okay. Gibt es denn hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Also, da und da muss ich also gleich hier Bomben anbringen. Ich hab's gerade nicht geguckt. Ach so. Ja, wie soll ich denn... Ach, Leute, wie soll ich denn da hinkommen wieder? Dazu bin ich doch wieder viel zu deppert. Kommt er da so rausgehuscht. Karton. So, wollen wir doch erstmal gucken, was der hier Schönes bereithält. Ach toll, die drehen sich auch einfach immer genau perfekt so rum, dass man gezwungen ist, total komplett um einmal um den Pott zu laufen. Wenigstens kann man dieses Mal sich diese hässliche Ansicht sparen. So. Ha! Muahaha. Hehehe. Gut, dann machen wir das mit dem hier auch mal. Oh, da ist natürlich wieder so eine eklige Ansicht. War ja klar, wie das ja sein muss hier und so, um mich zu ärgern. Schikane vom Feinsten. Da komme ich doch gar... Das ist natürlich jetzt wieder anders. Ach, da. Nee, okay. Ja, das war jetzt doof. Das mache ich nächstes Mal besser. Es wird kein nächstes Mal geben, sagten sie und hackten ihr den Kopf ab. Nein, ich mache nur Scherze. Ha, und ich rede wieder enorm viel Mist. Ich glaube, ich höre mir gerade selber so ein bisschen nicht zu. Ich höre sonst so ein bisschen nicht zu. Das, ach Gott. Hilfe. Ich bräuchte mal ein bisschen Ordnung im Kopf. Na, ja. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr... Nein, scheiße. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das war wieder das beste Beispiel dafür. Wenigstens muss ich die Platte nicht nochmal holen. Nein. Das meinte ich mit dem, ich will immer doppelt springen. Ja, und weil es ja so viel Spaß macht, noch eine Druckplatte. Huhu. Oh, und ich muss ja auch bloß wieder einmal komplett umpott. Das stört mich natürlich überhaupt nicht. Finde ich super. Danke an den, der sich das ausgedacht hat. Es ist auch einfach voll gut zu schaffen. Na. Also der hat sich ja jetzt schon echt Zeit gelassen, aber... Ach Gott, ich und Zielen. Herr im Himmel. Bitte,
Nein. Du bist also nicht auf meiner Seite. Ich merke es schon. Leutchens, drückt mir doch mal bitte die Daumen hier, dass ich, wieso kann man denn da jetzt wieder nicht hochspringen? Was soll das denn bitte? Wollt ihr mich denn hier alle veräppeln? Ihr wollt mich doch alle veräppeln. Drückt mir mal die Daumen, dass ich das dieses Mal jetzt hier... Da kommt mich... Ich komme da nicht mehr hoch. Das geht nicht. Das geht echt nicht mehr. Ich weiß nicht, was das ist. Ich komme nicht hoch genug beim Springen. Das ging doch eben noch. Was soll denn das? Das ist... Hä? Das ist nichts, was ich verstehen muss, oder? Weil ich bin nämlich weit davon entfernt, es auch nur ansatzweise zu verstehen. So, aber jetzt... ja. Ich weiß auch schon selber nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach irgendwie ein bisschen... Ja, das ist ein Trauerspiel. So, jetzt ging's wieder. Ich konnte aber vorher echt nicht so hoch springen. So, aha, guck mal, durch so springen spare ich auch Zeit, nur ich wurde... Nein. Ach, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Himmel, Arsch und Zwirn. Also... Ja, meine Atmung wird schon ein bisschen schwergängig. Ihr merkt, es ist jetzt hier volle Emotion. Es kommt hier langsam so der Agro-Peter raus. Los, mach doch, dass man dich sieht. Was für eine Kacke. Also diese komische Ansicht, die dann da immer kommt, die macht mich ganz wahnsinnig. Wie zur... Ach, Mann. Ach, Manno. Es ist auch einfach toll, das ganze Video, oder zumindest Großteil des Videos besteht daraus, wie ich mich hier ärgere. Einfach nur rumpöbel. Weil das ja alles so kacke ist hier. So kacke. Kacke, kacke, kacke. So. Na, was? 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 Ach Mann, ich weine gleich. Das sind so die Sachen, die ich meine. Das kann einem echt voll den Spielspaß verderben, wenn man halt so ein Lauch ist wie ich. Ich kann sowas echt nicht. Überhaupt nicht. Also ich meine, ich kann... Ja, hallo? Ich kann schon immer nicht zielen. Und mit dem Rennen ist es bei mir auch nicht so weit her. Oh nein, jetzt habe ich wieder auf die falsche Stadt. Mann, ihr drückt die Daumen nicht fest genug. Ihr drückt sie nicht fest genug. Echt jetzt mal, also... Was ist denn das für ein Scheiß? Wer denkt sich denn so einen Kack aus? Ohne Flachs, wer macht denn sowas? Das, wer das macht, ne? Der, der zündet auch Häuser an. Also der reinste Psychoterror ist das. Ja gut, aber jetzt muss ich wenigstens den blöden Parcours nicht nochmal machen. Ja. Bombe bitte auf die Druckfläche. Der mit. So. Oh, nee. Nicht im Ernst. Die läuft manchmal einfach, wenn ich nicht irgendwo drauf drücke. Ohne Witz. Die läuft einfach. Ohne, dass ich irgendwas mache. Ohne, dass es irgendwie in meiner Verantwortung läge, wo sie denn da hinläuft. So. Komm. Oh, ich krieg die Krise. Ich werde hier so richtig schön cholerisch. Ich bin ja auch Widder, ne? Widder können mal so richtig aggro werden.
Liebe Widder da draußen, nehmt das nicht ernst. Ich bin auch ein Widder, aber wir müssen einfach mal zu unserer impulsiven Ader stehen. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja! Wie komme ich da hoch? Gut, ich werde jetzt erstmal gucken, was passiert, wenn ich hier auf den Hüpfepilz komme. Kommt, ihr Hirten! Achso, so viel passiert ja. Das ist ja, famos ist das. War wohl aber durchaus richtig, denn jetzt kommen wir hier auf diese Oberfläche und ich habe es endlich hingekriegt. Wahaha! Yay! Yay! So. Und ich möchte bitte, wenn ich den Oktopus das dritte Mal gefunden habe, noch einen Speicherpunkt haben. So, ich werde jetzt hier einfach mal logisch vorgehen. Man kann den nämlich durch die Flasche sehen. Also ich habe ihn letztes Mal zumindest gesehen. Und da ist er drin. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Da, wie er meditiert? Bams. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Pff, von wegen gestorben. Meine Nerven sind gestorben. Aber hallo. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Varus hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdiebers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Also diese Bibliothek ist ja wohl der Shit. Der Obershit. Und das Grammophon, ja, das hat, glaube ich, soundtechnisch schon mal bessere Tage gehabt. Wobei ich jetzt natürlich nicht genau beurteilen kann, wie ein Grammophon zu klingen hat. Schließlich gehöre ich nicht mehr so ganz zu der Generation, die ein Grammophon im Wohnzimmer stehen hatte. Tut ihr höchstwahrscheinlich auch nicht. Ja, es wurde gespeichert. Es wurde gespeichert. Ja, ich bin manchmal sehr in... Was ist das denn hier schon wieder für eine psychedelische Pilzwelt? Hilfe! Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. Ja, meine auch. Meine bluten. Meine Ohren bluten! Würde der Brofax jetzt sagen. Ach, falls du das siehst, ich hab dich doch lieb, du weißt es doch. Was zum alles in der Welt? Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstorben. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Aha. Dieses Ding kann also angeblich super gut singen. Aber es hört sich nicht selbst. Ich werde hier mal eben... Nee, komm. Hier. Mach jetzt mal Nägel mit Köpfen. Oh, und den Blob auch gleich vernichtet. Ich weiß, es heißt nicht Blob, aber mir ist halt so danach. Es sieht so blobbig aus. So, und ihr habt es wahrscheinlich auch schon gehört. Hier wartet irgendwo ein Schnäuzelchen auf uns. Aber ich muss erstmal weiter gucken. Mann, oh Mann, also hier gibt es eine Menge zu sehen. Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Muss ich jetzt nicht... Oh, was? Ach, ich hasse das, wenn man nicht zurücklaufen kann. Macht mich wahnsinnig einfach. So, und was bist du da für ein komisches Kerlchen? Du verstopfst da die Pfeife, oder was? Was bist du für ein komisches Ding?
Das bringt genau gar nichts. Ich glaube, ich muss das sprengen. Ach, ganz toll. Yay. Oh. Ups. Wie ich denn das jetzt wieder hingekriegt? Ja, genau. Spawnt mich genau in den Monstern. Das gefällt mir super. Finde ich einfach richtig cool. Nee. So nicht, Freunde, so nicht. So. Ich bin ein bisschen leise gerade, weil ich so konzentriert dabei bin. Na komm raus, komm raus. Mann, hey, alten Mistviecher. Verplustert euch doch. Gut. Naja, das ging ja noch. So, und dich kann man jetzt mit Sicherheit mit dem Steckenpferd roms. Aha. Aha. Natürlich, man kann Musik sehen. Das ist so, weil das so ist. Wer das nicht weiß, der... Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt, bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Ja, ich will ordentlich arbeiten. Ich kann das auch noch schöner. Aber ich sehe gerade, wir haben es ja jetzt hier schon wieder über die Zeit. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer hat an der Uhr gedreht? Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut.